Bevor wir loslegen, erzähl mir bitte keinen aristokratischen Schwachsinn wie Aberferion, hier stinkt's. Wir sind in der Kanalisation. Natürlich stinkt's hier. Sowas hätte ich nie gesagt, wir sind hier, um meine Frau zu retten. Ich würde ehrlich gesagt alles tun, um sie zu retten. Ich hätte dich für einen reichen, verwöhnten Typen, Leon. Scheint, als wärst du steinhart, wenn es drauf ankommt. Los geht's. Jetzt, wo Ferion in der Gruppe ist, kannst du seinen passiven Skill Schlossknacker verwenden, um versiegelte rote Kisten zu öffnen. Okay. Ich verstehe. Ferion hat's also drauf, was das angeht. Also. In der Canalization sind wir also. Gut. Nee, da bin ich jetzt nicht scharf drauf. Ich will zu kämpfen. Denn wir werden wahrscheinlich so oder so noch oft genug welche reinlatschen. In Digostein, sehr schön. Schön, dass wir jetzt hier roten Kisten öffnen können. Ich. Naja, gut. Ach, Kakerlaken sind das nur, ist ja lächerlich. Das kann er so. Oh, der greift standardmäßig quasi als AOE. Das ist richtig geil. Das ist ja richtig cool. Skills, Analyse zeigt übrigens. Okay, das ist ja richtig Bombe. Den Raubbombe wirkt dreckig. Ja, der ist ja richtig gut mit der Tür. Und vor allem seine AOE-Angriffe, die kosten ja dann noch nicht mal SP, das ist ja doch geiler. Ich fand, das ist jetzt schon einer meiner Lieblingscharaktere. Your luck ran out when you messed with me. Da macht das ja richtig Spaß mit dem. Ich hoffe, der geht nie wieder aus unserem Tier raus. Ich meine, der hat sich uns gerade erst angeschlossen und ich. Das ist jetzt schon mein Lieblingscharakter. You don't stand a chance against me. Im Gegensatz zu diesem Leon. Okay, aber ich glaube, der macht jetzt aber nicht dafür extrem viel Schaden bei denen, ne? Aber es geht, finde ich. Und sogar die übrigen AP, okay, das ist natürlich auch nicht schlecht eigentlich. Dass man niemanden mit so einer Fähigkeit hat, wenn es schon keine HP-Wald mehr gibt. Stachelhandschuhe. Genau. Wie sieht's denn damit aus? Stackelhandschuhe. Oh, Moment. Okay, da ist die Stärke, aber naja, das andere sinkt da so ein bisschen Geschwindigkeit. Aber, okay. Tech-Rüstung. Tja, das ist natürlich. Okay, Verteidigung steigt um einiges und das dann auch noch die Stärke. Ein bisschen Warzahnschäden. Nee, das braucht, glaube ich, nicht so. Psycho ist, glaube ich, dann für Magier so ganz gut. Ich bin eigentlich immer so ein Angriffstyp, ne? Ich bin ja schon irgendwie für die Stachelhandschuhe eigentlich. Aber Tech-Rüstung X, ja, vielleicht jemand anders mal schauen. Ja, vielleicht Stärke und Verteidigung so ein bisschen. Weil er hat's ja. Ja, nee, und die Magie sinkt dann leider bei ihm. Das ist, glaube ich, auch nicht so toll. Für ihn wäre dann, glaube ich, tatsächlich das hier. Besten. Weil er kann ja auch Heilung und so. Aber andererseits, ach, keine Ahnung. Geschwindigkeit steigt. Nimm sie. Nee, das muss, glaube ich, nicht sein für ihn. Na, vielleicht das hier für ihn und das andere dann für. Tatsächlich nicht einfach. Zu sagen. Ja, komm. Für ihn die Tech-Rüstung X und für mich dann hier diese Stachelhandschuhe, auch wenn dann die Verteidigung ein kleines bisschen wissen muss und die Geschwindigkeit. Aber irgendwie cool, dass die Ausrüstungen auch so ihre Vor- und Nachteile haben. Na gut. Aber es macht schon Sinn. Das ist eine Kanalisation Kakerlaken. Und so. Na,
Nee, so war. Was ist das denn für eine Ausweichkakelake? Ey, das gibt's nicht. Ich möchte ständig aus, die Eierkakelake. Pretty strong, but not enough to beat me. Nein, schön. Da ist ein etwas stärkerer Gegner. No. Don't keep me waiting. Ihr schon. Let's go. Let's go. Oh ja, kritisch ist ja gut. Because you didn't focus. Oh, ja, gar nicht mal so wenig Erfahrungspunkte. Dann jetzt da rein. I just don't feel like losing today, you know? Schade, dass er anscheinend jetzt nicht so oft trifft. Na gut. Come on! That was totally a joke! Richtig weitergeht. Ich weiß jetzt auch nicht, ob die Routen dann nochmal neu respawnen. Okay, tun sie leider. Ah. Zu schnell. Ich überlege gerade. Kann man nicht. Ne, man kann gar nicht fliehen hier. Das ist ja genauso schlimm wie Sonnenort. Gegner, der eine Scherbe bewacht. Da müsste ich jetzt nur, wie gesagt, wieder mit so ein paar Dingen heilen. Lebensscherben. Lebensquartz. Lebensperle. Warte mal. Ah, okay. Heilt und heilen. Also das ist ja wahrscheinlich für alle. Grauscherbe. Ja. Passt. Perfekt. Achso, ich hab nichts mehr. Hehe. Ja, das ging ja schnell. Na, passt nicht perfekt, aber einigermaßen. Was haben wir denn noch im Angebot? 1, 200 SP, 40.
Ja. Eigentlich dann ja noch das, ne? Ach du! Ach du nein. Na gut, das geht. Direkt die Analyse. Wow, 15.000. Die Gigafliege. Einfach wow. Yay, wenn das so weitergeht, in dem Tempo, das sieht sich gut für uns aus. Oh mein Gott. Ja, viele wollen gerne die Zukunft wissen, ne? Aber nur solange wissen sie tatsächlich wissen. Jetzt, wo ich weiß, wie viele das Ding hat, bin ich sehr demotiviert. Auch Bombe. Ja, wieder, ne? Ah, jetzt verstehe ich. Okay, ich glaube, also stimmt. Hier seine Ekstase-Leiste ist jetzt voll. Und hier, naja, die noch nicht so ganz. So ist das. Jetzt verstehe ich das. Jeder hat quasi seine eigene. Und das hier ist sozusagen die allgemeine, dass man dann einfach stärker ist. Also die ganze Gruppe jetzt, okay, ich glaube, jetzt habe ich es verstanden. Nach so langer Zeit. Safe-Analyse. Oh ja, das geht ja sogar. No, das schaffen wir. Manchmal sieht es doch einfach nur so viel aus. Da genau, Rise in Health. Das
bin gespannt. Ach schön, das hatten wir ja schon mal. Let's have some fun. Jetzt werden wir noch stark geboostet worden. Oh ja. Oh Gott. Ah ja, jetzt macht er sogar recht ordentlich normal Schaden. Jawoll. Oh man, you messed up my hair. Eine Geierscherbe. Ja, hier gibt es wohl so einige Kämpfe in der Kanalisation, wie es aussieht. So, Weißscherbe dann nochmal oder sowas. Ja, passt. Ja, passt. Einigermaßen. Ja, die Scherben sind ganz gut zum außerhalb der Kämpfe heilen, auf jeden Fall. I've been itching for a fight. Beziehungsweise, was hier der Gegner sein soll. So. Gut. Hurts, doesn't it? That's what it's like to lose. Nein. Psychokreise, okay. Jetzt schnell! Oh nein! Let's do this. Ah ja, die gehen auch nicht so down. Kein Problem. Can't get up? Jawohl, ein Level up. Noch eine geile Scherbe, einfach so. Hier am Rande. Wow, 3000 Zenit. Oh, und ein Speicherpunkt. Sehr geil. Eine Heilquelle noch und dann bin ich glücklich. Und hier sind wir, wie geplant, Jungs. Das ist also ihr Labor. Kommt schon, Beeilung. Herzlich willkommen, Dr. Ryzen. Was? Ich nehme an, dass du wegen deiner Frau hier bist, nicht wahr? Du bist kein guter Doktor. Gut, ein guter Doktor wäre wie von mir verlangt zu Hause geblieben. Diese Stimme. Wir haben so viele Jahre lang zusammengearbeitet, Doktor. Ich sehe es als Beleidigung, dass du mich nicht erkannt hast. Nigel, was geht hier vor sich? Sieh es dir selbst an. Rose. Mein Gott. Ich hoffe, dass du deine Unterlagen sowie das Gegengift dabei hast. Du dreckiger Bastard, lass mich rein! Oh, aber natürlich doch. Mein Gott, das... Oh Mann. Also, das heißt, er hat sich sozusagen selbst entführt. Naja, er hat nur so getan, ne? Und das heißt, er, der Exe-Vertraute, der schon, ja, zu Zeiten seines Großvaters da quasi gearbeitet hat, ist ein Verräter. Aber wieso? Rose! Nein, verschwinde. Mein Gott, ey. Nein, keine Angst, Liebling, ich bin schon hier. Wir gehen jetzt nach Hause. Leon, sie haben Experimente an mir durchgeführt. Sie haben die roten Kristalle benutzt. Mein Vater hat ein Gegengift entwickelt, keine Sorge. Dir wird es wieder gut gehen. Perfekt, genau das wollte ich doch hören. Nigel. Ja, ich bin auch ein Scarlet-Film überrascht. Ich wusste von den Geheimexperimenten deines Vaters, aber dieser Drecksack hat mich nie daran teilhaben wollen.
Der einzige Weg, um an die Ergebnisse zu kommen, war in sein Labor einzubrechen. Natürlich, um das zu tun, musste man Sicherheitsfragen beantworten. Die Sicherheitsfragen waren erste Klasse, also musste ich jemanden finden, der die Passwörter für mich eingibt. Danke, Neon. Jetzt weiß mein Boss alles, was er wissen wollte. Und dank des Gegengifts werden wir unendlich in die Höhe schießen. Du herzloser Mistkerl! Warum hast du das getan? Warum hast du mal deine Kollegen umgebracht? Und was hast du meiner Frau angetan? Diese Leute waren nur ein Hindernis auf meinem Weg. Und deine Frau? Sie war ein guter Köder, nicht wahr? Und jetzt wird sie dein Ende sein. Wir haben ihr eine massive Dosis Atlas 2.0 injiziert. Das wird ein Spaß. Was? Neon. Auf Wiedersehen, du nutzloses Stück. Ach du Scheiße. Den ganzen Arm verloren? Neon. Rose. Ja, wie soll ich mit einem Arm kämpfen? If you're gonna stand in my way, bitte, was? Was ist... Der Gegner, der nimmt ganz schön den halben Bildschirm für sich ein. Ich hab Angst davor, aber... Ich muss die Wahrheit wissen. 1 Million. Nein! Herzlichen Glückwunsch, die Analyse war nutzlos. Wahrscheinlich so viele, dass es den Rahmen sprengt. Einfach. Es wird Zeit. Wow. Einfach. Einfach wow. Oh Mann, der Arme. Das ist doch jetzt aber definitiv wies, oder? Zeigt schweren Schaden aus. Komm, ich versuch's einfach, ja. Nee, das ist. Definiere wies, was soll wies sein? Na ne, cool. Keine Energie mehr, noch besser. Oh, der kann gar nicht kämpfen. Verstehe. Er kann nur heilen und so. Dann sollte er das vielleicht auch machen. Wenn er gerade schon zu sonst nichts taugt. Naja, immerhin, ne? Hä? Ach, oh nein! Oh nein! Die hat so so gemacht, dass ich nichts einsetzen kann. Starköl hat Schwächezahl, die Brille langsam, Trägheit. Keine Ahnung. Anscheinend hat das sehr viel gemacht. Mann, das kann doch nicht sein, dass man jetzt. Die hätte so schon viel HP. Kann man doch wenigstens mal mich treffen lassen. Ach, das war das, Scheiße. So, jetzt aber hier, komm. Wenn wir jetzt. Der auf die Zeug mal verlassen. Ach, er hat schon 0. Hab ich gar nicht mitbekommen. Oh. Was ist sie überhaupt? Mein Gott, das gibt's doch gar nicht. Irgendwie eine Mischung, ich meine, gehörnt, sie ist geflügelt und schlank im Körper, der sich ständig um sich selbst wächst und dann noch so überdimensional groß einfach. Gut, ein ganz kleiner Teil ist noch menschlich. Ach du mein Scheiße. Nee, sag nicht, die haben schon wieder stumm gemacht. Die hat doch wohl. Und der trifft schon einfach nie. Ich hoffe, man muss hier nur eine bestimmte Rundenzahl einfach aushalten. Das andere wäre ein bisschen frech. Ja. Ich brauche wieder Heilkräuter.
Das war scheiße. Jetzt brauche ich dringendst. Was brauche ich? Etwas zum Wiederbeleben hier, Lebensperle, genau. Alter! Nee, keine Chance. Kannst du mir nicht erzählen, dass man den Kampf gewinnen kann? Wo man noch nicht mal die HP-Anzahl kennt. Das kannst du so hier jetzt auch nicht bringen, meine Dame. Deswegen lasse ich das auch erstmal mit dem Heilen. Du, ernsthaft? Man muss den Kampf... Ach du Scheiße. Na dann, Prost Mahlzeit.